Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alaina Tarot. Mein Name ist Alaina. Heute möchte ich gerne für dich Waage diese Botschaft, der Engelbotschaft, diese Nachricht, die für dich ist, ja, die Botschaften auch der Erzengel, die auch einen Hinweis darauf geben möchten, welches deiner Chakren womöglich blockiert ist, ja, wo wir vielleicht ansetzen dürfen oder dir den richtigen Weg weisen können, dass du nochmal in dich hineinhorchst und mal schaust, was ein Chakra ist womöglich blockiert, damit du einfach deine Energien frei fließen lässt, okay? Diese Nachricht ist für dich Sternzeichen Waage, Aszendenten Waage, Mond in Waage, wenn du hier bist, um eine Person zu hinterfragen, was die geistige Welt für diesen Menschen parat hat, herzlich willkommen, Sternzeichen Waage. Ich möchte als erstes gerne mit dir in die Dankbarkeit reingehen, weil mir einfach aufgefallen ist, im Laufe meines Lebens mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe, dass einfach die Dankbarkeit immer noch so ein Thema ist, das viele noch nicht ganz beherzigen. Manche sagen einfach nur Dankbarkeit aus dem Moment heraus, aber nicht aus dem Herzen heraus. Und Waage, ich möchte dich bitte dazu einladen, einfach nochmal dein Danke zu überprüfen. Ja, kommt in Resonanz, Leute. Sachen, die aufstoßen, anecken, sind einfach, dass wir im Laufe unserer Zeit auf terrenaler Ebene einfach nochmal in uns hineinhorchen und wirklich erkennen, was an uns vielleicht gerade noch zu verbessern ist. Okay? Also du könntest mit deinen Worten, weil ich als Alaina stehe jeden Morgen auf, das Erste, was ich mache, wenn ich die Augen geöffnet habe, ich gehe sofort in die Dankbarkeit rein. Mit meinen Worten, was in dem Moment bei mir im Inneren gerade raus möchte. Okay? Zum Beispiel könntest du anfangen mit zu sagen, danke, oh Herr, oder danke, lieber Gott, für all die Dinge, die ich schon in meinem Leben erreicht habe. Danke für alles, was ich überstehen durfte. Danke, dass du alles zu meinem höchsten Wohle entschieden hast und in die richtige Richtung geleitet hast. Danke, dass ich auch Fallstricken, Hindernisse, Schmerzen, Erschöpfungen, Erkrankheiten, schwierige Phasen in meinem Leben so gut es ging überstanden habe. Danke, dass du immer an meiner Seite bist und mich beschützt und meine Liebsten. Ich vertraue völlig auf deinen göttlichen Zeitplan. Ich vertraue vollkommen auf deinen göttlichen Plan für mich, weil ich weiß, dass alles in meinem Leben zu deinem höchsten Wohle geht und zu meinem höchsten Wohle. Vor allen Dingen bin ich dankbar für jeden einzelnen Tag auf dieser terrenalen Ebene. Amen. Okay, so ungefähr. Denkt dran, Glaubensrichtung, Geschlechtsorientierung, Situation ist absolut frei und abhängig, ja. Ihr habt, wenn ihr zum Beispiel Muslime seid, habt ihr euren eigenen Raum, euch zu äußern. Also bitte keine Kritik, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ich bin offen für alle Glaubensrichtungen. Ich bin kein Mensch, der urteilt oder verurteilt. Mir ist es wichtig, dass die geistige Welt euch diese Botschaft geben darf, okay? Und Waage, und ich finde es ganz wunderschön, welcher Engel ist heute bei dir? Der Erzengel Raphael. Erzengel Raphael, verkundet oder bekundet oder steht ein, ja. Denkt dran, Leute, ich denke auf Spanisch und rede auf Deutsch. Und ich habe die Legung gerade auf Spanisch gemacht und ich habe immer noch Gänsehaut, weil im Spanischen durfte ich auf einmal verschiedene Psalme aussagen, ja. Ich sollte verschiedene Gebete aufsagen. Ich sollte verschiedene Dankbarkeitsdinge aufsagen. Ja, es war wunderschön. Also die Energie vom deutschsprachigen Raum, also vom deutschen Kollektiv ist ein bisschen anders wie das des Spanischen. Aber Erzengel Raphael ist im Kommun für die ganze Welt da im Moment vom Sternzeichen Waage. Ja? Und Erzengel Raphael bringt uns dieses grüne Licht. Deswegen animiere ich euch heute wirklich verschiedenste Kerzen anzumachen. Wir sind erst bei Erzengel Raphael. Erzengel Raphael verkörpert das grüne Licht, die Heilung, wie ihr auch hier sehen könnt in meinen Kerzen im Hintergrund. Ja, ich zeige euch das mal. Ja, grün. Die Hoffnung, die Liebe, die Heilung, die Reisenden auch. Zieht was Grünes an, so wie ich. Ja, damit eure inneren Schmerzen geheilt wird, dass Erzengel Raphael, wenn ihr ihn aufruft, noch präsenter bei euch sein kann. Möchtet ihr Heilsteine haben? Leute, ich bringe aus Mexiko Armbänder mit von den Chakren, aber ich bringe aus Mexiko auch Heilsteine an Kettenformen an. Mit, ja, also eine Kette mit einem Stein, ja, ich lade das hier energetisch auf in Mexiko, bringe es mit nach Deutschland, ich habe schon mehrere Anfragen, möchtest du also ein Chakra-Armband haben oder möchtest du vielleicht auch eine Halskette haben mit einem bestimmten Stein, den ich dir dann anbiete, ja, ich werde alle Sachen, alle Amulette selber reinigen, selber aufladen mit der geistigen Welt, okay, auch mit Hilfe meines Mannes, der halt auch sehr extrem in dieser spirituellen Energie ist, okay? Also denkt dran, möchtet ihr etwas haben, sagt mir Bescheid. Wir machen erstmal weiter mit Erzengel Raphael. Was ist die Nachricht, die Erzengel Raphael für dich am heutigen Tage hat? Egal, wann du dieses Video schaust, Waage. Jetzt, in einer Woche, in einem Tag, in einem Jahr, ist es ganz egal. Sobald deine Intuition dich zu diesem Video führt, musst du dieses Video hören und solltest du diese Nachricht auch annehmen. Erzengel Raphael möchte dir sagen, affirmiere Dinge. Ich bin glücklich, ich bin gesund und ich bin reich. Ja, ich bin glücklich, ich bin gesund und ich bin reich. Das ist die Affirmation, die Erzengel Raphael an diesem Tage für dich heute hat, wenn du dieses Video noch immer hörst, okay? Erzengel Raphael möchte dir sagen, ich bin ein Segen für dich. Ich bin der Erzengel Raphael. Ich bringe dir Heilung, Gesundheit, inneren Reichtum.
Ich werde dir dabei helfen, deine Intuition zu entwickeln, deine Visionen zu erkennen, deine Visionen zu öffnen, dir den Weg zu arbeiten zu deinem inneren Ich. Rufe mich auf, bitte mich um Hilfe. In jeglicher Hinsicht, wo du Hilfe brauchst, in der Liebe, bei deinen Kindern, in der Selbstfindung, in der Blockadenlösung, in der Angst, auf der Reise. Alles das, wo du meine Hilfe brauchst, rufe mich, Erzengel Raphael, und visualisiere ein grünes Licht, ein Mantel, der dich umhüllt. Visualisiere eine grüne Kugel, wo du mittendrin bist. Ich beschütze dich. Ich heile deine Wunden. Ich löse dich von Glaubensrichtungen, Strukturen, Schmerzen, Erinnerungen, alles, was dich daran hindert, rein, fließend und glücklich zu sein. Ich bin auch der Engel der Reisenden, der Schützer der Reisenden. Wenn du eine Reise angehen möchtest, wenn dir eine Reise bevorstehen sollte, ist dies der beste Moment, um mich, Erzengel Raphael, anzurufen, mich aufzurufen, um dich zu begleiten. Ich ummantel dich mit meinem grünen heiligen Licht, mit meiner grünen spendenden Energie, in diesem wohlfühlenden Licht, wo du unbesorgt auf Reisen gehen kannst, wo du unbesorgt dich fallen lassen kannst, wo du unbesorgt dich entwickeln kannst, wo du unbesorgt all deine Visionen, die in dir sind, leben kannst. Sei kreativ. Wow. Puh. Falls du ein Heiler sein solltest oder ein Heiler werden möchtest, bin ich, Erzengel Raphael, diese göttliche Energie, die dir gut tut und die dir helfen wird, an dein Ziel zu kommen. Die Heilung ist für dich wichtig, um ins Gleichgewicht zu kommen. Also stelle dir vor, wenn ich mich um dich beuge sozusagen, ja, wenn ich dich ummantle, wenn ich dich umgehe, wenn ich um dich herum bin, bin ich die geistige Führung, die dir gesandt wird, um deinen Schmerz zu heilen, um deine Vision klar nach vorne zu bringen, um dich bei jeder Art von Reise zu beschützen. Rufe mich auf. Ich bin immer bei dir. Wow, Leute, ich habe Gänsehaut. Ja, Wahnsinn. Das ist unglaublich schön. Erzengel Raphael ist wirklich da, ja, aus der Liebe heraus. Leute, macht es wirklich. Ja, wenn ihr die Zahl 49, 36 und 7 seht, sind das vermehrte Zahlen der Botschaften. Nummer 36 steht für das zweite Chakra, wo du eine kleine Blockade hast, ja. Und auch Erzengel Ariel ist für dich dabei. Erzengel Ariel hat eine bestimmte Farbe auch. Wir können hier die gelbe Kerze anmachen, was Gelbes auch anziehen oder auch Steine oder Amulette mit gelben Farben nehmen. Aber vor allen Dingen möchten wir hier auch nicht nur, dass Erzengel Raphael mit Grün dich begleitet, sondern auch, dass wir das zweite Chakra bei dir öffnen können. Okay, das ist ganz wichtig, dein Sakralchakra. Das Sakralchakra heißt, ich fühle meine emotionale Welt, meine kreative Welt, meine Fruchtbarkeit als Frau, meine Fruchtbarkeit als Mann, die Fruchtbarkeit auch sensibel aufnahmefähig zu sein. Das zweite Chakra ist für dich sehr, sehr wertvoll, weil es betrifft deine Gefühlsebene, deine Emotionen. Und Erzengel Ariel ist dabei, mit diesem zweiten Chakra, diese Blockaden lösen, dir zu helfen, diese zu lösen. Also wenn du in die Chakra-Reinigung gehst, in die Chakra-Öffnung gehst, ja, ist es wichtig, dass du Erzengel Ariel aufrufst, dir auch dabei Unterstützung zu geben. Das Sakralchakra hier, ja, das ist, ach ja, Sakralchakra, Entschuldigung, steht nicht nur für eure Emotionen, Leute, sondern es ist auch so, das ist ein orangefarbenes Licht, was aktiviert wird, wenn die Energie wieder fließt, es ist da, also das Sakralchakra ist orangefarben, ja, aber visualisiere auch hier ein orangefarbenes Licht, ja, an deinem Chakralchakra, in deinem Chakralchakra, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Okay, Leute, warum? Weil es ist wichtig, damit ihr diese Energie fließen lassen könnt. Das zweite Chakra liegt zwischen Schambein und Nabel. Oberhalb circa 2 cm vom Schambein. Haltet eure Hand da drauf, visualisiert das orangefarbene Licht, visualisiert auch Erzengel Ariel oder ruft ihn zumindest auf, damit alle Gebrechen, zum Beispiel Beckenraumschmerzen, ja, Fortpflanzungsorgane, Nieren, Blasen, Probleme, alles was Flüssigkeiten sind, vor allen Dingen Blut, ja, damit das Lymphsystem wieder in Bewegung kommt, damit auch euer Verdauungstrakt wieder aktiviert wird, dass auch das Sperma wieder produzieren kann, dass auch die Keimdrüsen, Eierstöcke, Prostata, Hoden, all das wieder funktionieren kann. Das zweite Sakralchakra reguliert auch, Leute, und ordnet auch unsere Östrogen und Testosteron. Ja, es ist ganz wichtig, die Farbe Orange, wenn ihr mich fragen möchtet, ja, ich komme ein bisschen zuvor, ist für eine neue, frischende Energie. Neue Energiespenden, löst aufgestaute Muster, erstarrte Muster, Prägungen, Verhaltenmuster, Blockaden auch im Fruchtbarkeitsbereich, steigert dein Selbstwertgefühl. Alles, was du mit Freude und Sinnlichkeit und Genuss in Verbindung bringst, wird von dem zweiten Sakralchakra reguliert. Werde auch wieder neugierig. Wenn du wieder so ein Mensch bist, der extrem neugierig ist, ist es schön, weil das zweite Sakralchakra ist geöffnet, das zweite Chakra. Bist du ein Mensch, der aus der Neugier rausgekommen ist, darfst du auch hier nochmal das Chakra in Betracht nehmen, okay? Und auch daran arbeiten. Deine Sinnesfreunde hat viel auch mit diesem Chakra zu tun. Also öffne es, visualisiere es. In einem nächsten Video sage ich dir,
dir, wie du noch ganz genau dieses Chakra öffnen kannst. Ja, unterstützen zu Erzengel Ariel, unterstützen zu deinen Visualisationen. Ist es gut, wenn du orangefarbene Klamotten trägst, orangefarbene Steine zum Beispiel oder Armbänder trägst? Ja, zum Beispiel ein guter Stein oder Armband könnte sein mit einem Karaneol, ein Zalnit, glaube ich, heißt das, ne, auf Deutsch. Jaspis ist auch sehr schön. Bernstein kann man auch nehmen. Fluorid zum Beispiel wäre auch noch eine Lösung. Okay, also binde dies alles mit ein. Wenn du sagst, ey Alena, ich bin aber eher ein Mensch, der zum Beispiel auf Düfte steht, Sandelholz ist ganz toll, Räucherstäbchen, Düfte, ja, Sprays, wie auch immer, von Pfeffer, also Pfefferminze ist ganz gut, Myrrhe ist ganz gut, ja, Orangendüfte oder Vanilledüfte sind auch ganz gut. Also hier hast du viele Möglichkeiten, um dein Chakra wirklich in Fluss zu bringen. Auch hier kannst du eine Kerze anzünden, eine gelbe Kerze, eine orangefarbene Kerze, in Verbindung auch mit Grün und sowohl Erzengel Ariel, Erzengel Raphael, als auch die Energie freizulegen, um halt hier das Chakra zu öffnen. Was möchten die Engel dir generell sagen? Das Ende einer schweren Phase ist in dich. Vertraue darauf, dass du die Kapazität hast. Vertraue darauf, dass dieser Kinderwunsch entstehen kann. Vertraue darauf, dass du diese Blockaden in deiner Kreativität, in deinem Gefühlsebene ja wieder hinbekommst, dass du wieder sinnlich sein kannst, dass du die Erotik noch mehr genießen kannst, dass du Beziehungen leben kannst, beruflicher Natur, finanzieller Natur, partnerschaftlicher Natur, dass du dich wieder begeistern kannst für das Leben, dass diese schwere Phase, der Veränderungsprozess, die Lernaufgabe, ja, diesen schweren steinigen Weg kannst du zurücklassen, wenn du im Vertrauen bleibst. Die Zahl Nummer 7 in der Numerologie, in der geistigen Welt steht auch für Vertrauen. Die Engel möchten dir sagen, bleibe in der Hoffnung, sei großzügiger zu dir. Wenn du ein Mensch, der Hilfe spenden kann, sei weiterhin dieser Mensch. Wenn du Hilfe benötigst von Ärzten, Freunden, medialen Menschen, eine zielorientierte Therapie, eine Kartenlegung, eine Chakralreinigung, eine Energieübertragung, sprech mich an und ich bin gerne bereit, dir Hilfestellung zu geben. Ja? Hier ist es wichtig, dass du aus dieser Situation lernen sollst. Ja? Egal, welche deine Hürde ist, egal, wie du gerade festgehangen bist, denk dran, Erzengel Raphael ist auch für die Vergebung da. Ich verzeihe mir, was ich mir bewusst und unbewusst angetan habe und ich verzeihe anderen, was sie mir bewusst und unbewusst angetan haben. Bleibe in der Engelsreinigung. Ja, deine Herzenswünsche können sich dir erfüllen. Du darfst nur die Hoffnung nicht aufgeben. Du darfst daran arbeiten. Ihr seid euer eigenes Wunder. Erwartet kein Wunder, wenn ihr nicht an euch arbeitet. Hier ist die Lernaufgabe, was die Engel dir im Allgemeinen sagen möchte. Du hast die Notwendigkeit zu lernen. Du hast die Notwendigkeit, die Möglichkeiten, die Gelegenheiten, ja, die Geschenke des Universums, der geistigen Welt anzunehmen. Aber bitte auch die Hilfe der Engel an. Bitte auch die Hilfe von deiner Umwelt. Rufe sie auch auf. Ja? Also das heißt, bitte um Hilfe außerhalb deines Seins. Die großen und schönen Schätze in deinem Leben sind da. Du ziehst sie an wie ein Magnet. Aber unbewusst durch deine Einstellung, durch deine Gedanken, ja, durch deine Art des Seins wirkst du die manchmal ab. Das heißt, du lässt es nicht ganz zu, es kommt nicht an, es ist blockiert, wie auch mit deinem Chakra. Ja? Du hast die Möglichkeit, dein Leben ab dem Tag von heute bis spätestens zu einem Jahr komplett zu verändern, wenn du an dir arbeitest. Menschen, die sehr depressiv sind, ja, die können nicht von jetzt auf gleich etwas dekretieren, Affirmationen aussprechen und es wird dir morgen wieder gut gehen. Nein, du darfst wirklich deinen Geist, deine Seele, dein Herz, dein ganzes emotionales Leben nochmal überprüfen, visualisieren und daraus lernen, dass diese Blockaden, diese Hindernisse, diese Hürden, ja, diese Entfernungen, diese Distanzen, diese Trennungen, diese auch Kinderwünsche, die sich momentan vielleicht noch nicht erfüllt haben, die Aufzeichnung sind, dass etwas in deinem Leben noch nicht ganz in Ordnung ist. Also gehe wirklich in die Sicherheit, in das Vertrauen rein und die Engel möchten dir sagen, es ist okay. Alles, was du lebst, ist okay. Habe keine Furcht. Vergebe dir auch deinen Druck, auch deinen Stress, ja, und vertraue, dass mit Ruhe und mit Gelassenheit die Dinge viel, viel besser werden. Ja, die Gelegenheiten sind da, die Möglichkeiten sind da, der Schutz ist da, die Führung ist da. Egal, wie schwer dein Leben ist, egal, was du durchmachst. Ich bin auch herzkrank geworden, schwer herzkrank durch zerstörerische Energien von außen. Ja, durch zerstörerische Energien, die mich innerlich gefangen gehalten haben über Monate. Und das habe ich dann gelöst, Gott sei gesegnet. Aber auch ich musste als Alena, als sehr spirituelle Frau, als ein Geschenk für die Menschheit der geistigen Welt, ja, auch da nochmal eine Blockade in mir lösen, um zu sagen, du bist eine Jungfraugeborene. Ja, du bist ein starkes Wesen. Du bist so voller Liebe, voller bedingungsloser Liebe für die Umwelt, für meine Familie, für mich selber. Also lasse es nicht zu, dass destruktive Energien dein Sein kaputt machen. Ich hatte es ignoriert durch verschiedensten Sachen.
und hatte dann Lehrgeld bezahlen müssen, also meine Herzerkrankung, die ich jetzt absolut im Griff habe. Ja, das ist nicht mehr das Thema, aber auch da hat mein Körper und die geistige Welt gesagt, okay, du hörst nicht auf deine innere Stimme, du hörst nicht auf unsere Zeichen, jetzt wirst du mal was manifestieren und mal gucken, wie du dann, wie treu du zu dir selber bist. Ich habe es sofort umgesetzt, ja, bin wieder mit meinen Gedanken in die richtige Richtung gekommen und auch mit meinem Sein wieder in die richtige Richtung gekommen, habe mich von diesen Energien getrennt, die mich so runtergezogen haben und ich bin absolut in meinem Glauben, in meiner Mitte wieder drinne, schon seit langem, Leute, okay, aber es war für mich auch eine sehr aufweckende Erfahrung, wo ich gesagt habe, okay, Alaina, hier ist wirklich was im Argen, also jetzt darfst du anfangen. Die schwierige Phase, Waage, wird aufhören, immer und dann, wenn du anfängst, an dir zu arbeiten und diese Nachricht immer und immer wieder hörst, ja. Bitte Erzengel Raphael und alle Engel, die du kennst, an deiner Seite zu sein, auch Erzengel Michael, Zadkiel, Josphil, Hamuel, Haniel, Gabriel, alle, die ihr kennt, ja, ruft sie auch alle auf, wenn ihr möchtet. Metatron vor allen Dingen ist ein sehr starker Engel, der mächtigste unter allen, würde ich schon fast sagen, und den kannst du für alles aufrufen, was zu deinem höchsten Wohl steht, ja. Leute, ich danke euch, dass ihr euch geschaltet habt, Waage. Ich wünsche dir alles erdenkliche Liebe. Bitte teilt dieses Video bei eurem Facebook-Kanal oder Instagram, damit viele Menschen, die noch nicht sich trauen, in diese Resonanz zu kommen, aufwachen, auch die Hilfe bekommen. Private Kartenlegung, zielorientierte Therapien. Schreibt mich bitte auch weiterhin per WhatsApp an, wie es zahlreiche andere Menschen machen. Schaltet auch in meinen Live-Chats rein. Stellt eure Fragen. Bitte lasst mir ein Like, ja, weil dieses Like zeigt Dankbarkeit. Dankbarkeit zu meinem Sein, Dankbarkeit für die geistige Welt, Dankbarkeit, dass wir wirklich diese Nachrichten teilen können. Ja? Drückt das Glöckchen für die Benachrichtigung, abonniert, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Habt ihr abonniert, lieben Dank. Hast du noch nicht abonniert, abonniere, weil hier kriegst du viele Nachrichten, die immer wertvoll sind, auf irgendeine Art und Weise. Schaut euch alle Videos von Anfang bis Ende durch, liked diesen Kanal, teilt diesen Kanal, gebt dem Leben und die Liebe die Farbe, die euch glücklich macht, weil ihr werdet immer zum richtigen Moment zu meinen Videos geführt. Denkt dran, diese Videos haben kein Zeitfenster. Auch nicht die Liebesvideo. Immer und dann, wenn du zu mir geführt wirst, ist genau der Moment, wo du dieses Video hören darfst, von Anfang bis Ende und dankbar sein, ja, mit einem Like, dass du dieses Video hören durftest. Okay? Leute, ich wünsche euch alles Liebe, Waage, und wir hören uns. Bis dahin. Bye.